Herzlich willkommen zu Sensitiver Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Und Happy Birthday, liebe Löwen. Ich bin ja mit euch eine Löwin. Wobei, ich würde eher sagen, eine halbe Löwin, weil ich ja ganz spät Geburtstag habe. Am 22. August. Und ja, kurz darauf beginnt auch schon die Jungfrau und meine Sonne befindet sich im sechsten Haus der Jungfrau. Also würde ich sagen, ich bin eine halbe Löwin und eine halbe Jungfrau. Aber heute geht es um die Löwen. Und was kann man zu den Löwen sagen? Euch wird ja die Sonne zugeordnet und euch wird auch das fünfte Haus zugeordnet. Das fünfte Haus steht für Romance, Romantik, Soulmates, Liebe, das Herz. Und es steht auch für Kinder, es steht für Kreativität, es steht für Spekulationen an der Börse, es steht für Intelligenz und Business unter anderem auch. Es steht vor allen Dingen auch für Spaß. Löwen sind dafür bekannt, ja, die Menschen zu bespaßen und deshalb sind sie auf Partys auch öfters gern gesehen, weil sie natürlich alle unterhalten. Das fünfte Haus steht auch für Sport, also kann auch für Sport stehen, auch für die Politik, also sprich viele Politiker haben zum Beispiel sehr oft signifikant Löwe in ihrer Chart, ja. Was kann man noch zum fünften Haus sagen? Das fünfte Haus, ja, Romanze, Soulmates, Kinder, Spekulation, Sport, Politik und Spiel und Spaß und Freude, auch Gambling, also Gambling wie zum Beispiel Spielcasinos oder Spiele, alles was so mit, alles was so in Richtung Casino geht und also dieses ganze The Gambler. Und ganz klar, der Löwe ist eine Rampensau. Machen wir uns nichts vor. Der Löwe, der typische Löwe, du sagst, ich bin aber nicht so. Dann, wie ich auch immer in anderen Sternzeichen sage, dann bist du einfach nicht typisch deines Zeichens. Dann hast du vielleicht viele andere Planeten. Wenn du zum Beispiel viel Erde in deiner Chart hast, dann bist du eher ein gesetzter Löwe. Dann bist du nicht ein Löwe, der gerne im Mittelpunkt steht, sondern eher so die graue Eminenz im Hintergrund ist, okay? Aber ansonsten, der typische Löwe, der ist dafür bekannt, dass er gerne im Mittelpunkt steht. Deshalb sieht man die Löwen, und dann kommen wir auch jetzt hier direkt auch zum fünften Haus, sieht man auch in der Kunst- und Kulturbranche, wie zum Beispiel in der Schauspielerei oder auf der Bühne singen, tanzen, also alles, was so mit darstellenden Künsten zu tun hat. Aber nicht nur, überhaupt auch Kunst an sich, ja, das fünfte Haus. Also die Löwen, genauso wie die Fische auch, die sind hoch kreativ. Ja? Deshalb sieht man Löwen unter anderem auch in kreativen Berufen, nicht selten. Der Löwe ist auch dafür bekannt, ein Leader zu sein, also in Führungspositionen. Oder dass er gerne auch Verantwortung trägt für seine Mitmenschen. Okay? So der typische große Bruder, die typische große Schwester, der oder die auf alle aufpasst und auch gerne generös ist, also spendabel, die Spendierhosen auch sehr oft anhat. Auch, und dann kommen wir zu den Schattenseiten, der Löwe auch dadurch dazu neigt, vielleicht über seine Verhältnisse hinaus Geld auszugeben. Also nicht selten haben Löwen auch viel Minus auf der Bank. Entweder sehr viel oder Minus auf der Bank, weil sie gerne für jeden und allen, ja, für alle Spendierhosen anhaben. Also Löwen oder Menschen, die signifikant Löwe in der Chart haben, müssen aufpassen, dass sie nicht über ihre Verhältnisse
hinausleben. Also sprich, mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich in der Tasche haben. Sparen ist sehr wichtig, also dass man Notgroschen hat oder zumindest, du kannst natürlich auch Geschenke machen, aber man muss natürlich auch aufpassen, ob man dann für sich selbst noch was übrig hat, wenn irgendwann mal was sein sollte. Also hier muss man vorsichtig sein, ganz besonders wenn du Löwenkinder hast, also Kinder hast, die zum Beispiel signifikant Sonne, Aszendent oder Mond oder Venus, die Venus steht ja für Finanzen auch, ja, im Löwen haben oder viele Platzierungen im Löwen, die neigen dazu, ihr Taschengeld dann für die ganze Klasse auszugeben oder halt eben wirklich über ihre Verhältnisse hinauszuleben und das alles, um beliebt zu sein, also hier so für alle. Ich gebe mal eine Runde aus, es kostet die Welt. Und dann stehen sie da und haben finanzielle Probleme. Also da bitte, wenn du Kinder hast, die signifikant Löwen in der Chart haben, ist zwar gut gemeint und möchte auch alle glücklich machen und den Moment genießen, aber es nützt ja nichts, wenn man dann am Ende, ne, wenn am Ende des Monats noch so viel übrig ist. Kein Geld, aber dafür umso mehr Monat noch übrig ist, okay? Der Löwe steht auch, also von den Körperteilen her, auch für das Herz und für die Wirbelsäule. Also Löwen müssen auch ein bisschen aufpassen mit dem, alles was mit dem Blutkreislauf, Herz-Blutkreislauf zu tun hat. Löwen haben öfter auch mal, gerade im späteren Alter, Probleme mit dem Herzen. Das ist nicht selten, ja. Und auch hier, wenn du signifikant Löwe in der Chart hast, dann musst du immer mal auch ein Check-up machen, so ein EKG, gucken, ob das Herz in Ordnung ist. Aber auch alles, was mit dem Herzen verbunden ist. Und das ist eben alles Blut, Venen, Arterien, ja, Blutkreislauf. Alles, was mit dem Herzen verbunden ist. Und das Gleiche gilt auch für die Wirbelsäule. Also so zum Beispiel Bandscheibenvorfälle sind nicht selten oder Schiefstellungen oder Schmerzen in der Wirbelsäule oder Probleme mit dem Rücken, ja. Und da, wenn du merkst, da hast du was, ne, dann könntest du eventuell signifikant Löwe in der Chart haben. Auch hier immer wieder mal ein Check-up machen, Sport machen, Bewegung ist ja wichtig, vor allem auch gesunde Bewegungen für die Wirbelsäule, okay? Die Schattenseiten vom Löwen sind natürlich auch Herrschsucht. Also der Löwe, wenn er die Schattenseiten lebt, dann kann er, so wie Widder und Skorpion und Steinböcke auch, sehr narzisstisch werden, also ein richtiger Narzisst sein, ja. Hier muss der Löwe aufpassen, dass er nicht in die Schattenseiten verfällt und dann irgendwie so tonangebend ist und kann wirklich sich bis zu einem Despoten auch bis zu einem Despoten auch hin verhalten, ohne dass er es merkt, ja, dass er dann allen und jedem sagen will, was er zu tun und zu lassen hat und so nach dem Motto hier Ellbogenpolitik, ja, lass mich nach vorne, nur ich und so. Also wenn die Löwen ihre Sonnenseiten leben, dann gehören sie eher zu den Förderern. Da sieht man zum Beispiel so Produzenten oder Agenten. Da sieht man so diese typischen Manager, die andere Leute berühmt machen. Die haben oft Löwe in der Chart. Okay? Also wenn du dann irgendwie einen Superstar siehst und dann guckst, wer ist der Produzent, Manager oder Agent, egal ob Mann oder Frau, dann wirst du feststellen, dass die oft Löwe in der Chart haben. Also das heißt, wenn sie ihre Sonnenseiten leben, dann lieben sie es sogar, Talente zu fördern. Denn das fünfte Haus steht auch für Talente. Ne, egal ob jetzt im Bereich Modeling oder Singen, Tanzen, Schauspielern oder auch andere Formen der Kunst, auch Politik, Sport, ja, so Sportmanager, Agenten und so weiter. Also dann fördern sie auch gerne andere. Aber ansonsten in der Schattenseite, da können sie dann so Platzhirsche sein. Ne? Platz, da komme ich und wollen immer im Mittelpunkt stehen. Und das kann dann, ich habe mit so jemandem mal auf der Bühne gestanden. Und man muss dazu sagen, dieser Mensch ist vom Sternzeichen Fische, aber Aszendent Löwe. Und er hat natürlich ganz stark seine Schattenseiten gelebt. Das war ganz schlimm. Ich habe ja selbst auch Löwe in der Chart und Fische. Und das war
wirklich anstrengend, mit ihm die Bühne zu teilen, weil er ständig wollte er mich ausblenden, ausblenden, ausblenden. So dieses Ich, dieses Narzisstische kam dann durch, ne? Und das ist eben gefährlich. Deshalb sage ich, Sonnenseite wunderbar. Der Löwe liebt es zu bewundern. Er wird auch oft bewundert, weil er halt wirklich viele Talente hat und auch eine sehr strahlende Persönlichkeit ist. So wie der Skorpion und Löwen sind zwei Sternzeichen. Wenn die in den Raum kommen, dann ziehen die alle Augen auf sich, ja? Wenn sie ihre Sonnenseiten leben. Aber wie gesagt, die Schattenseiten sind halt eben dann alle ausblenden, weil man unbedingt im Mittelpunkt stehen will, okay? Also, deshalb, alles hat seine Sonnen- und Schattenseiten. Was kann man noch zum Löwen sagen? Fördern habe ich ja gerade gesagt. Auch in der Künstlerbranche sieht man sie ganz, ganz oft. Was kann man noch zum Löwen sagen? Ich überlege gerade. Romantik, ganz klar. Löwen, lieben, Romantik. Das fünfte Haus steht ja auch für Romanzen. Ah ja, und euer Pendant, euer gegenüberliegendes Zeichen ist der Wassermann. Also Löwe und Wassermann stehen sich gegenüber. Und die sind wie Tag und Nacht. Der Wassermann liebt es, nicht so sehr im Mittelpunkt zu stehen. Der Wassermann, 11. Haus, Gruppen, steht eher für die Gruppe. Wassermänner lieben es zu netzwerken. Sie lieben es, mit anderen gemeinsam im Mittelpunkt zu stehen, wie zum Beispiel mit einem Verein oder so. Ja? Aber der Wassermann kann genauso auch, ne? Der Schattenseiten ist dann auch Arroganz, also besserwisserisch. Warum sage ich das? Weil ja, alle Sternzeichen, die sich gegenüberstehen, die spiegeln sich auch gegenseitig. Also das heißt, das, was der Wassermann an Sonnen- und Schattenseiten hat, das spiegelst du genauso wieder, wie genauso auch deine Sonnen- und Schattenseiten sich im Wassermann widerspiegeln können. Und es ist je nachdem, ne, wie die Konstellationen sind, lebst du mehr die Sonnen- oder lebst du mehr die Schattenseiten? Kein Mensch lebt nur die Sonnenseite. Wäre unnatürlich, dann wären wir auch keine Menschen. Das heißt, wir haben alle irgendwo Sonnen- und auch Schattenseiten. Wichtig ist, dass das nicht aus der Balance gerät. Ja, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten, zum Beispiel, der Wassermann steht für Gruppen, der Wassermann steht für viele Menschen und der Löwe zieht halt eben auch viele Menschen an. Ja, er liebt es auch zu netzwerken, so wie der Wassermann. Deshalb der Löwe, der ist oft bekannt. Also sprich bekannt im Sinne von, selbst in der kleinen, in der Ministadt, ja, kennt den Löwen jeder. Der hat dann oftmals eine Kneipe, das ist der Wirt, den kennt dann jemand. Oder vielleicht bist du künstlerisch unterwegs und jeder weiß, wer du bist. Also sprich, das ist nicht selten oder es ist nicht selten, dass die Menschen in der Stadt wissen, wer du bist, wenn du signifikant Löwe in der Chart hast. Vielleicht guckst du jetzt auch für einen Löwen. Also hier, das gilt jetzt hier für alle, die im Sternzeichen Aszendent, Mond, Mars, Venus, Chiron, Lilith, Mondknoten oder viele Planeten und Häuserstellungen in Löwe haben. Okay? Okay, mein Schatz, heute werden wir schauen, was kommt für euch raus, so wie das nächste halbe Dreivierteljahr, in allen Bereichen. Ich kann dir nicht sagen, was sich jetzt als Thema hauptsächlich herauskristallisieren wird. Das werden wir dann sehen, dementsprechend, was die Karten eben hergeben. Ja, mehr Liebe, mehr Job oder mehr Leben oder was auch immer. Manchmal kommen auch Nebenthemen raus. Falls du es irgendwie knarzen hörst, das ist meine Fußstütze. Okay, mein Schatz. Lass mich nur noch mal überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das wäre eigentlich, das wäre es. Also Löwen, also jetzt vom Aussehen her, Löwen haben sehr oft eine wilde Mähne, viele, viele Haare. Das ist bei mir. Ich habe zum Beispiel auch viele Haare, 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 Haare ohne Ende. Und daran erkennst du oft auch Löwen, wenn du sagst, na, ich habe auch keine Haare mehr oder kaum. Aber vielleicht hast du früher mal viele Haare gehabt, ja? Und du sagst, nö, ich habe schon immer ganz dünne Haare gehabt. Dann hast du vielleicht dann Luft in deiner Chart, ja? Das kennt man von Luftzeichen, dass sie öfters, also Menschen, die signifikant Luft in der Chart haben, die haben öfters auch mal so dünnes Haar oder wenig Haare. Ja, das ist jetzt meine Beobachtung. Und typische Löwen, also wenn du wirklich typisch Löwe bist, dann kannst du das bestätigen. Dann ist Haare schon immer, ne?
An deinen Haaren hat man dich schon immer erkannt, weil du eben halt viele oder voll die Löwenmähne, die so diese klassischen Löwenmähne, okay, auch als Mann, ja, Löwenmähne hast. Und das gilt genauso auch, wenn du zum Beispiel dein Mond in Löwe hast oder die Venus in Löwe hast, ja. Oder Aszendent. Also Haare, volles Haar, dickes Haar, gelocktes Haar, Löwenmähne ist bei typisch Personen, die signifikant Löwe in der Chart haben und typisch Löwe ist, die haben eben wirklich viele, viele, viele Haare. Ja? Ausstrahlung, das habe ich ja gesagt, das habt ihr mit den Skorpionen gleich, also dass ihr eine Wahnsinns-Ausstrahlung habt. Ne? Also kommst in den Raum und alle drehen sich um und wissen gar nicht warum. Starke Ausstrahlung, Aura, Charisma, das sagt man den Löwen eben ganz stark nach. Ja? Und die sind beliebt, sind sehr oft beliebt. Deshalb wird dir auch die Sonne zugeordnet. Ne? Alle Planeten umkreisen die Sonne. Also sprich, du bist wie eine Sonne und deshalb stehen auch Löwen oft im Mittelpunkt. Sie strahlen, sie haben etwas Strahlendes, sie bringen Freude und typisch Löwenherz. Ja? Aber wie ich ja vorhin schon erklärt habe, die Schattenseiten sind dann eben nicht so lustig. Ne? Das kann dann schon auch, ja, du kannst, oftmals wirkst du vielleicht auch zu stark. Gerade wenn du eine Frau bist und du bist typisch Löwe, dann wirkst du manchmal auf Männer vielleicht zu stark auftretend, zu dominant, ne? So weiß, was sie will. Ne? Die Frau weiß, was sie will. Aber auch als Löwemann, ja, dass du da schon sehr eine starke Persönlichkeit hast. Und da, das ist etwas, wo auch Löwen an sich arbeiten können, nicht zu stark aufzutreten. Ganz besonders Löwe-Frauen, die haben öfter auch mal Schwierigkeiten, dass sie zu stark, zu dominierend, so zu selbstbewusst wirken. Ja, obwohl sie es vielleicht gar nicht so sehr sind. Ja, sind ja auch, sind Raubkatzen sind ja auch Katzen, die dann schnurren, wenn man sie wenn man sie richtig packt. Aber ansonsten, ja, wie man so schön sagt, ne, gut gebrüllt Löwe. Der Löwe kann halt eben ordentlich brüllen. Und so dieses hier bin ich, ne? Da-da, 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 ne? Und das kann auf Männer manchmal, die sind zwar beeindruckt, aber die machen dann erstmal, sind immer vorsichtig, ne? Das ist so dieses wow, die Frau ist ein bisschen zu viel hier, ein bisschen zu viel. Deshalb für Frauen, die sagen, was soll ich machen? Das, so bin ich halt. Das ist in Ordnung, aber versuch dich nur ein bisschen zurückzunehmen. Das ist nur ein Tipp, du musst das nicht tun. Das ist nur eine Empfehlung. Kannst es weiterhin so machen, wie du es auch sonst machst, aber dann wundere dich nicht, wenn die Männer oft einen Bogen um dich machen, weil sie Angst vor dir haben. Okay? Also versuch, dich nur ein bisschen zurückzunehmen. Zeig ein bisschen die Schnurrkatze in dir. Sei mehr eine schnurrende Katze und dann trauen sich die Männer auch wieder an dich heran. Und dann mit der Zeit, wenn sie dann wissen, ne, dass es hinter diesem Gebrüll auch nur ein Kätzchen steckt, dann sind sie nicht so schnell eingeschüchtert. Ja, und dann kannst du auch du selbst dann am Anfang in der Kennenlernphase versuch dich ein bisschen zurückzunehmen, wenn du kannst. Okay? So, mein Schatz, jetzt werde ich hier mal die Sanduhr drehen. Und dann geht's hier an die Buletten. Oh, mal hier gucken, was hier los ist bei Löwen hier. Heute passend, habe ich ja gesagt, vorhin habe ich das schon gesagt oder noch nicht, weiß ich jetzt gar nicht, passend zum Löwenportal. Ne? Heute ist der 8.8. Ich drehe das jetzt hier am 8.8. und dachte, Mensch, das passt doch hier zum Löwenportal. Ganz toll. So, jetzt werde ich, wenn dir schwindlig ist, Schatz, dann bitte jetzt schnell vorspulen. Aber ich werde jetzt kurz hier mal ein bisschen, ich direkt mal mein Stativ, gleich hier den Test. Ich nehme ich jetzt hier die Kamera ein bisschen runterdrehen. So, haben wir hier einen kleinen Kartentisch. Tisch, Tisch, Tisch. Ein bisschen näher. So, ich denke, das dürfte reichen. Weil ich mache manchmal dann auch hier die Karten, ne? Wenn es dann zum Klären geht. Okay, mein Schatz.
Deine Klavitur kennst du ja, wenn sie die Verhütung ist, völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, trans, Mann, trans, Frau, intersexuell, bisexuell, sonst bisexuell bist. Ist auch völlig egal, aus welchem Land du stammst, welcher Religion oder auch nicht. Ich glaube sehr an Gott. Wenn du nicht an Gott glaubst, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass wir uns annehmen an das, was wir glauben und an das, was wir nicht glauben. Okay? Okay, mein Schatz. Dann, ich werde jetzt gleich dreimal Palim Palim machen. Erstmal mache ich mein Stativ wieder kurzweilig hier weg. Und ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz meinen Stapel vorbereiten. Und dann geht's los. Ich habe hier einen riesen Stapel und den möchte ich jetzt erstmal vor euch mischen. Wobei das hier mehr so ein Mission Impossible wird. Da sind alle möglichen Karten, Decks von Doreen Virtue, teilweise auch gemischte mit Doreen Virtue und Rod Lane Valentine. So. Erstmal hier. Drei Stapel. Und dann werde ich mir hier. Gleich habe ich es, mein Schatz. So, die machen wir weg. Achte auf deine Gedanken, mein Schatz. So, jetzt aber. Jetzt nehmen wir mal hier mein Stativ. Machen wir gleich mal dreimal Palim Palim. Und dann jetzt los, wach. Dann jetzt los. Okay, Schatz. Erden nichts überkreuzen, no tango, no tendril, all of the reading you sag im Book, is sir? Ich habe mir übrigens ganz alleine zum zweiten Mal Gelnägeln gemacht und diesmal mit Puder. Kennt ihr dieses Glanzpuder? Also die Ränder, da bin ich noch nicht ganz gut drin. Ich habe noch diese komischen Ränder, die so ab rausgucken, weißt du so? Das muss ich noch üben. Aber ansonsten bin ich ganz stolz auf mich, ne? Das ist hier. Das ist so UV-Lack, ne? Wie im Nagelstudio. Und so diese ganzen Dinger kaufen bei der Anschaffung ist erstmal ein bisschen teurer. Aber wenn du überlegst, was du, wenn du das selber machst, an Geld sparst, ne? Kostet ja immer so 30, 40 Euro da, ne? So Nägel machen lassen. Das macht doch Spaß und das hält 2 Wochen, 3 Wochen hält das, ne? Also, kann ich jedem empfehlen. Und der Herbst ist sowieso dann mit G-Test, no, G-Test, T-Test, A-Test. 50 Jahre Maske tragen. Also deshalb, ich kann es nur jedem empfehlen. Schafft's euch an und übt das und macht das selber. Auf Dauer hin ist es wirklich, spart man einen Haufen Geld. Und es macht auch Spaß. Und es hält ja auch. Ist zwar, du bist dann lange beschäftigt. Ich war wirklich lange damit beschäftigt. Erstmal alles wieder abfräsen. Ne, dann erste Schicht UV, dann zweite Schicht, dann Pulver und so. Aber es lohnt sich. Nur mal so am Rande bemerkt. Für alle Frauen unter euch. So, mein Schatz, aber jetzt. Dreimal Palim Palim und dann geht's los. Hier hat es wieder gefühlte 17.000 Grad. Es fängt schon wieder an. Die ganze Zeit war es so angenehm. Oh, ich konnte endlich mal richtig schön schlafen. Und jetzt soll es wieder hier, die Bullnitze ist wieder unterwegs, ne? Und ich merke es auch schon, geht schon wieder los hier. Weil zum Drehen muss ich immer alle Fenster zumachen. Und dann die Lampen, die hier an sind, ne? Die geben auch nochmal Hitze ab. Und da merke ich es, ne? Da geht es jetzt schon. Rambazamba. So, nehmen wir erstmal hier 2 Karten aus diesem Deck raus. Mal hier spannend, ob ich hier raus. Oh, danke schön. Oh ja. Okay. Deine Intuition stimmt. Handle entsprechend. Ein ganz klares Ja. Okay, Mensch, Schatz, wollen wir mal gucken. Ein ganz klares Ja, deine Intuition stimmt. Handle entsprechend. Okay. Hier muss man in die Handlung kommen. Schatz, wenn du das Knarzen, Quietschen hörst, weißt Bescheid. Das ist meine Fußstütze. Und dadurch, dass es so heiß ist, ne, da quengel ich hier rum. Meine Beine
Die sind ja auch so durch die Hitze dann, weißt du, wie das ist, dann grillt man überall auf. Das ist ja auch witzig. Guck mal hier, die springen ganz von alleine. Wenn mir ja, deine Intuition stimmt, handle entsprechend und dann guck mal, das ist ja widersprüchlich. Warte, stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten, nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser sein, okay? Guck mal, wie kontrovers, ne? Die Karte sagt ja, deine Intuition stimmt, handle. Wobei, die Karte sagt ja nur, handle entsprechend. Die sagt ja nicht, du sollst jetzt handeln. Dann ist es gar nicht so kontrovers. Du sollst entsprechend handeln, aber die Karte hier sagt, du sollst warten, stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten, sondern nimm dir die Zeit und das Ergebnis wird dann besser sein. Also wenn du dich jetzt gefragt hast, ob du mit einer Sache, das ist egal, was es ist, kann ein Projekt sein, sollst du eine Partnerschaft beginnen, sollst du eine Umschulung beginnen, sollst du kündigen, sollst du, egal was es ist in deinem Leben, können auch mehrere Baustellen sein. Die Karten sagen ja, damit liegst du schon mal richtig. Also, deine Intuition gibt dir schon mal recht, ja, deine Intuition stimmt, aber du sollst im Augenblick warten, auch wenn du vielleicht jetzt gerne sofort gehandelt hättest. Denn die Karte sagt, das Ergebnis wird, wenn du jetzt wartest, später besser werden. Also eigentlich sagen diese zwei Karten schon mal, kannst du machen, aber ruhig brauner. Hier. Blende alle Ablenkung aus. Aber das nehmen wir jetzt hier nicht mit rein. Dann sehen wir das nächste Deck. So, gucken wir mal, was die noch zu sagen haben. So, jetzt ziehen wir nochmal zwei Dankeschön. Oh, Neptun, 12. Haus, Fische, Dreams, Träume. Hier geht es um die Verwirklichung von Träumen. Aber das 12. Haus steht auch fürs Loslassen. Das 12. Haus steht auch für, weil wir vorhin wegen Spendieren und Geld ausgeben, Geldausgaben haben. Das 12. Haus steht auch für Kredite. Es steht auch dafür, dass du vielleicht einen Kredit aufnehmen möchtest. 12. Haus steht auch für einen Krankenhausaufenthalt. Vielleicht möchtest du etwas an dir machen lassen oder vielleicht möchtest du eine Operation machen lassen, ne? Und da lautet die Karte, ja, kannst du ruhig machen, warte noch ein bisschen. Das 12. Haus steht aber auch für Kreativität. Also Neptun steht für Kreativität. Ja? Fische habe ich ja vorhin noch erwähnt. Löwe und Fische sind hochkreativ. Also es kann sich bei dir wirklich um ein kreatives Projekt handeln, wo du jetzt aber noch warten sollst. Also wenn du, nur als Beispiel. Wenn du jetzt Ameisen im Po hast und sagst, ach Mann, ich müsste jetzt schon längst angefangen haben, dann sagt die Karte, nee, 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 das ist völlig in Ordnung, dass es so langsam geht oder dass du wartest. Das Ergebnis wird später besser sein. Hier geht es um Timing, okay? Und Neptun kann auch für Selbsttäuschung stehen. Also wir müssen mal gucken, was die übrigen Karten noch sagen. Wir klären das natürlich auch, ja? Das kann jetzt wirklich alles Mögliche sein. 12. Haus, Krankenhaus, wie gesagt, etwas loslassen, steht auch fürs Loslassen. Also zum Beispiel, wenn du dich von einer Partnerschaft trennen möchtest, ja, oder von einem Job trennen möchtest, also wenn es hier auch darum geht, etwas zu beenden, weil das 12. Haus steht für Loslassen, für Beendigung, das ist hasta la vista, ne? Wenn du etwas beenden möchtest, sollst du. Bisher warst du unsicher, dann sagen diese Karten schon, ja, kannst du ruhig, aber noch nicht jetzt. Timing, das hat hier was mit Timing zu tun. Noch eine. Dankeschön. Oh, guck mal, Heilung. Bei wem hatte ich das denn? Irgendwem kam das noch raus. Bei wem war das denn? Mensch, ich weiß es nicht mehr. Diese Karte kam bei irgendeinem anderen Sternzeichen auch raus. Da sollst du mal reingucken. Da
Er muss irgendwas noch abheilen. War das beim Stier? War das beim Stier oder bei wem war das denn? Ich weiß es leider nicht mehr. Oder bei Zwillinge? Weiß ich nicht mehr, mein Schatz. Also hier, guck mal, hier geht's um. Oh, Schatz, könnte es tatsächlich um eine Beendigung sein oder etwas loslassen. Du musst hier, irgendwie musst du noch abheilen. Du musst noch, bist noch in Trauer. Oh, Schatz. Irgendwas muss in dir noch heilen. Deshalb sollst du noch warten. Du bist noch nicht so weit. Warte noch ein bisschen. Es braucht noch Zeit der Heilung. Du bist noch in einem Loslassprozess, Schatz. Du musst noch irgendwas loslassen. Es ist noch nicht ganz losgelassen. Ja, warte noch ein bisschen. Also stürze dich jetzt, guck mal, weil hier, stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser sein. Ja, deine Intuition stimmt, handle entsprechend. Chiron, das ist wirklich hier, geht um Heilung, mein Schatz. Ja, irgendwas muss noch abheilen. First House, guck mal, das selbst, ne? Aber wir gucken, wir klären das alles noch, ne? Also, mein Engel, irgendwas muss in dir noch heilen, bevor du was Neues beginnst oder bevor du irgendwas ganz loslässt, wobei ich eher davon ausgehe, dass du noch damit beschäftigt bist, etwas loszulassen. Wir gucken, mein Schatz. Jetzt nehmen wir noch die und dann, die muss aber erstmal hier, ich will immer vorspulen sagen, immer will ich vorspulen sagen. Wenn du für jemanden guckst, dann kann es natürlich für die Person stehen, für die du gerade schaust. Dann, also kann, muss vor allen Dingen auch, nicht nur wenn du für jemanden guckst, kann auch für dich selber stehen. Und du sagst, ja, wie ist es denn hier in Sachen Liebe und Partnerschaft? Dann kann es sein, dass die Person, um die es dir geht, noch am Abheilen ist, wenn du das hier nicht bist. Dann bedeutet das, dass diese Person ja mit dir etwas anfangen will, aber noch nicht, denn diese Person ist noch dabei, jemanden oder etwas loszulassen. Also hier, dann braucht hier jemand noch ein bisschen Zeit, ja? Wir gucken. Ups. We will see, we will see. Okay, mein Schatz. Dann schon alle umgedreht. So, dann schauen wir mal. Teacher. Oh, haben wir den Lehrer. Haben wir den Lehrer, the teacher. Hier muss man irgendjemanden. Das ist hier irgendeine Lektion, weil weißt du, warum ich das sage, Schatz? Weil 12. Haus ist auch Karma. 12. Haus ist hier, irgendwas Karmisches ist bei dir passiert oder wird passieren. Es geht darum, eine Aufgabe zu lernen. Ich guck mal, ich guck jetzt nochmal. Wir klären das ja alles nochmal, Schatz. Slave, sich hier versklavt fühlen und dann auch in Kopflage. Oh Schatz, du hast jemandem sehr viel Macht gegeben. Du hast jemandem sehr viel Macht über dich gegeben. Unglaublich viel Macht jemandem gegeben. Das kann einem Job sein, das kann Vorgesetzte sein, das können Freunde sein, Familie sein, kann Partnerschaft sein oder eine Person, die du unbedingt haben willst, ja. Oder zum Beispiel auch Geld, ja, auch Geld, wenn du zum Beispiel, wenn sich bei dir in deinem Leben alles um Geld, um Job und Erfolg gedreht hat, ja. Also es ist egal, um was es sich hier handelt. Du hast irgendeiner Sache zu viel Macht gegeben, du hast dich versklavt und irgendwas ist in die Brüche gegangen oder wird in die Brüche gehen. Und das ist eine Lernaufgabe, das sollte dir etwas beibringen. Andere von euch, hier geht es wirklich auch ums Beibringen.
Entweder geht es um hier um ein Projekt, das du startest, das sich damit befasst, anderen Menschen zu helfen, also anderen Menschen beim Heilen zu helfen. Also einige von euch in Sachen Job, vielleicht wollt ihr etwas Psychologisches machen, vielleicht im Bereich auch Life-Coaching, auch das kann es sein. Oder tatsächlich auch im Bereich Lehrer, vielleicht wollt ihr so eine Art Vertrauensperson werden. Also entweder geht es darum, dass das lediglich dafür steht, wir klären es auch noch, dass es lediglich dafür steht, dass das, was passiert ist, wenn es bereits passiert ist oder noch passieren wird, dafür steht, etwas zu lernen. Also die Geschichte hat eine Moral. Und die Moral der Geschichte ist, aus dieser Sache zu lernen. Okay? Und es kann mit Verlust einhergehen. Entweder hast du jemanden verloren oder du wirst jemanden verlieren. Damit meine ich jetzt zum Beispiel auch eine Person, die du vielleicht unbedingt haben willst, und diese Person will sich auf dich nicht einlassen. Und dann erkennst du, ich muss ihn oder sie loslassen. Ne? Wenn ich will, der hat schon. Und natürlich kommt immer dann noch was Besseres. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen, weil diese Karte sagt ja, ne, warte, warte, das hat hier keinen Sinn. Heil jetzt erstmal ab. 12. Haus, Fische, lass erstmal los. Und werde wieder du selbst, komm wieder zu dir selbst und dann kann das Neue zu dir kommen und das Ergebnis wird sogar besser sein. Das bedeutet im Bereich der Liebe, wenn du jemanden haben wolltest, der nicht zu haben ist, die nicht zu haben ist, dann steht es eben fürs Loslassen, erkennen, ich muss ihn oder sie loslassen. Und dann in dem Augenblick, wo du losgelassen hast, taucht etwas oder im Besonderen taucht jemand Neues auf und dann wirst du erst verstehen, warum das nicht hat sein sollen. Hier lautet die Devise, manchmal ist es auch Glück, etwas nicht zu bekommen. Wirklich. In deinem Fall ist es so, du kannst es nur jetzt noch nicht sehen, weil du dich in dieser Trauerphase befindest. Okay? Und bei wieder anderen. Jetzt habe ich hier eine ganz klassische Aussage. Für alle, die im Bereich des so Lehrer oder so Teaching, also anderen etwas beibringen sind, es ist gut möglich, dass das bald beendet wird, also an den Nagel gehängt wird. Nehmen wir mal an, du bist als Erzieher, Erzieherin tätig, Pädagoge oder Pädagogin tätig, aber auch in einer beratenden Funktion. Dann möchtest du wahrscheinlich diese oder diesen Job an den Nagel hängen und irgendwas anderes, Neues beginnen. Und da sagen die Karten, deine Intuition stimmt, aber warte bitte noch ab, denn etwas Besseres ist auf dem Weg zu dir, mein Schatz, okay? Also es ist gut möglich, dass du dich vielleicht versklavt gefühlt hast, ja? Gefangen in deiner Situation. Vielleicht möchtest du etwas Kreatives tun, etwas ganz anderes tun oder was auch immer dein Wunsch ist, ne? Was immer du jetzt demnächst angehen möchtest. Für einige von euch kann das hier für Rente stehen. Du denkst darüber nach, jetzt den Job ganz für immer, forever an den Nagel zu hängen. Und vielleicht möchtest du in Frührente gehen und dann sagen die Karten, warte mal ab. Warte mal kurz noch ab. Das Timing ist jetzt nicht so gut. Also dann lautet das hier fürs Abwarten, mein Schatz. Aber wie gesagt, wir klären das auch nochmal. Also, für alle, die irgendeine Funktion haben im Job, wo du andere berätst, ganz besonders, wenn es darum geht, andere Menschen zu heilen, mein Schatz. Deshalb, du könntest auch in einem Heilerberuf tätig sein, denn das 12. Haus steht auch für Heilung, für zum Beispiel auch Krankenhaus, Praxis oder sowas dergleichen, okay? Gegenüberliegend, kann schon, heute habe ich die Wolldecke im Mund, gegenüberliegendes vom 12. Haus ist das 6. Haus, das ist Sternzeichen Jungfrau und das 6. Haus steht für Gesundheitspflege und so. Du könntest zum Beispiel auch als Pfleger, Pflegerin tätig sein, also Krankenpflege, Arzthelferin, Arzthelfer, Krankenpfleger, Krankenpflegerin oder alles, was mit dem medizinischen Bereich zu tun hat, wo du eben anderen Menschen hilfst, ihnen zu, also sie zu heilen, okay? Vielleicht möchtest du jetzt
eher in einen Bereich gehen, wo du anderen Menschen etwas beibringst. Nur als Beispiel. Ein Ex-Freund von mir, der war zum Beispiel in der Pflege, in der Forensik tätig und er hat darauf keine Lust mehr gehabt, also ist er Berufsschullehrer geworden. Und jetzt ist er zwar immer noch in diesem Bereich tätig, aber als Berufsschullehrer. Das heißt, er bildet jetzt andere aus, die Krankenpfleger, Krankenpflegerin werden wollen. Okay? So etwas könnte es zum Beispiel bei dir sein, dass du jetzt aus dem Bereich rausgehst in eine lehrende Funktion. Also, dass du nicht mehr selbst berätst, sondern vielleicht Leute ausbildest, die andere beraten. Ja? Okay? Oder andere pflegen. Das ist jetzt so eine ganz spezielle Reisegruppe. Dessen bin ich mir bewusst, dass ihr da nicht alle in der Reisegruppe sein könnt. Aber das kommt hier eben auch durch. Was für alle gilt, egal für was du guckst, ist, dass du dich in deiner Situation wirklich versklavt fühlst, richtig versklavt und nicht das Gefühl, nicht weißt, wie du rauskommst aus diesem Gefühl und nicht weißt, soll ich es jetzt wagen oder nicht. Die Karten, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Karte sagt ja, folge diesem Gefühl, deine Intuition stimmt, es ist jetzt Zeit für eine neue Ära für dich. Aber du sollst noch warten, denn das Timing ist nicht gut. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es richtiger sein und das Ergebnis wird besser sein, mein Schatz, okay? Und bei wieder anderen, wenn irgendwas vorgefallen ist in deinem Leben, wenn du irgendwen verloren hast, denn das 12. Haus steht eben für Verlust. Zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren meinen Ex-Freund verloren, ne? Der ist jetzt irgendwo in einer anderen Dimension, okay? Und dann steht es dafür, dass dir diese, auch wenn das jetzt krass klingt, auch für mich ist es jetzt krass, ich bin ja mit euch in der Reisegruppe, also falls du auch jemanden verloren hast, dir nahestehendes, das ist eine Lernaufgabe. Hier ist irgendeine Lernaufgabe drin, die es gilt zu verstehen, okay? Und da befinden wir uns noch im Heilungsprozess. Für mich ist es bis jetzt noch nicht einfach, das loszulassen. Manchmal überkommt es mich auch, ne? Wo ich dann denke, kann doch nicht sein, Mensch, der ist so jung, ne? Gegangen. Und vielleicht geht es dir auch. Das ist auch wieder eine spezielle Reisegruppe. Also für alle unter euch, die auch jemanden verloren haben. Das kann auch ein Tier sein, ja? Das muss nicht nur ein Mensch sein, es kann auch ein Tier sein. Vielleicht hast du ein Haustier, das du über alles liebst, es war für dich wie ein Seelenverwandter, Verwandtin, jemand zu gendern, wie ein Seelenverwandter, okay? Und weiß nicht, vielleicht ist dein Tierchen relativ alt gewesen oder ist dann krank geworden. Es war für dich ganz schlimm und das überkommt dich auch immer wieder. Wir sehen hier, guck, das Auge, das tränt, ne, das weint noch. Also, und Neptun, du könntest immer noch Träume haben. Das habe ich zum Beispiel, ne? Ich träume von ihm öfter auch mal und dann wieder Phasen, wo ich gar nichts träume, dann ist wieder alles weg und dann kommt es dann wieder, ne? Also, auch das kann es sein, dass du ja durch diese Geschichte irgendwas lernen musst, ne? Oder wir, ich bin ja mit euch, was lernen müssen, okay? Und dass wir das Gefühl haben, oh Mann, Schiede Kram, ich komme da irgendwie nicht raus, ne? Es lässt mich nicht los. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt klären wir doch mal, ne? Auf was sollst du denn warten? Schöner Wetter oder auf was sollst du denn warten, mein Schatz, ja? Also hier ist wirklich, sind alle Bereiche. Das kannst du auf alles münzen. Aber hier, Fertility, Fruchtbarkeit, oh. Also, das ist jetzt so die Herrscherin. Die Herrscherin, ne, das steht ja für schwanger gehen. Ah, das habe ich natürlich hier auch. 5. Haus steht auch für Kinder, mein Schatz. Also, es kann sein, dass du vielleicht schwanger warst und vielleicht hast du das Kind verloren. Das kann natürlich auch sein, mein Schatz. Dann bedeutet das, ja, du sollst auf jeden Fall weitermachen, aber warte noch ein bisschen ab. Ja, weil da steht, die Herrscherin steht halt eben für Schwangerschaft. Und wortwörtlich, wenn wir es jetzt wortwörtlich nehmen wollen, weil das kann nicht für Traurigkeit stehen, das 12. Haus steht für Befruchtung. Ja, dann du wirst wieder. Das wird wieder, Schatz. Du musst dir jetzt keine Sorgen machen. Das wird wieder werden. Aber du sollst noch ein kleines bisschen warten, okay? Also, wenn du jetzt eine Fehlgeburt gehabt hast, mein Schatz, du kannst auf jeden Fall nochmal darauf hoffen,
Die Hoffnung ist nicht verloren, aber das Timing, auch hier habe ich wieder Timing. Ihr braucht eine Pause. Also wenn du in vitro machst, ne, so Kinderwunschklinik oder so, oder auch auf natürlichem Wege versuchst, schwanger zu werden, macht mal eine Pause, sagen die Karten. Macht mal eine Pause und erlaube dir auch ruhig zu trauern. Das ist völlig in Ordnung. Okay, mein Schatz? So, jetzt kommen wir wieder da weg. Das war jetzt wortwörtlich, ne, so die Aussagen so genommen, wie sie sind. Nämlich hier, weil die Herrscherin steht ja halt eben auch für Schwangerschaft. Aber das steht auch für Schwangergehen mit einer Idee. Schwangergehen mit einem Projekt oder Projekten oder Ideen. Also auch nicht nur Singular, sondern auch Plural. Also es können auch mehrere Ideen und Projekte sein. Okay? Und die Herrscherin verspricht Fruchtbarkeit, Abundance. Also das ist hier wirklich super. Das ist Venus-Energie, Stier und Waage. Und bei einigen habe ich ja noch gesagt, vielleicht wollt ihr irgendwas an euch schnibbeln lassen. Irgendeine Schönheitsoperation, kosmetische Operation, aber es kann auch eine medizinische Notwendigkeit haben, die natürlich auch mit Ästhetik einhergeht, ja? Und auch hier lauten, vielleicht bist du traurig, weil irgendwas ging nicht, vielleicht ging es nicht, weil Neptun, es kann auch hier in Verbindung mit, ja, vielleicht aufgrund der Umstände, das ging nicht und das nicht und wegen hier und Corona und so weiter, ne? Und da hat sich alles nach hinten verschoben zeitlich. Aber diese ganze Konstellation in Verbindung mit der Karte sagt auch, sei nicht traurig darüber, dass sich vielleicht dein Operationstermin verschoben hat oder was auch immer sich hier in die Länge hinzieht. Dieses Timing ist mit Absicht so. Es steckt hier, also es geht darum, dich zu schützen. Und du sollst, glaube ich, aus dem, was hier passiert, irgendwas lernen. Auch wenn du das nicht willst. Gerade als Löwe schon mal gar nicht, ne? So nach dem Motto, was? Was, wer will mir hier was sagen? Also, das Universum möchte dir etwas sagen, weil das 12. Haus steht für Karma. Der Grund, man gibt dir Bedenkzeit. Vielleicht bekommst du eine andere Idee. Vielleicht kommst du, weißt du, das Universum, wie soll ich das sagen? Im Grunde wissen die gerade, was für dich besser ist. Vielleicht kannst du gerade nicht richtig entscheiden. Und die sagen, wir geben jetzt dieser Frau, diesem Mann Bedenkzeit. Und du denkst, oh Mann, immer kommt was dazwischen. Was ist denn hier los? Oder warum klappt das nicht? Verdammte Axt, was ist denn hier los? Und was du nicht weißt, ist, dass die wissen, dass das Timing nicht gut ist. Die schützen dich vor irgendwas. Also, wenn irgendwas nicht geklappt hat, verloren gegangen ist oder du hast das Gefühl, du wirst aufgehalten, auch das kann es sein, dass du in deiner Situation das Gefühl hast, aufgehalten zu werden. Das ist alles Absicht. Man möchte dir Zeit zum Heilen geben, Zeit zum Nachdenken geben, man möchte dir Zeit geben, etwas zu lernen. Man möchte dir Zeit geben, dich von irgendwas zu befreien. Also, das ist hier etwas, das du im Augenblick nicht verstehen kannst, um was auch immer es sich in deiner Situation handelt. Aber das ist hier etwas, das du zu einem späteren Zeitpunkt besser verstehen wirst. Du wirst zurückblicken und sagen, Gott sei Dank kam es so, wie es gekommen ist. Weil du dann verstehen wirst, warum sich etwas in die Länge gezogen hat, warum etwas nicht geklappt hat, warum etwas so sein sollte, wie es sein sollte. Okay? Also hier steckt eine tiefere Botschaft dahinter, die sich dir im Augenblick noch nicht erschließt. Aber zu einem späteren Zeitpunkt wirst du es verstehen. Und diese Karte, die Herrscherin, bestätigt, das ist hier Venus. Dass was immer es bei dir ist, auf jeden Fall volle Lotte gut wird. Aber volle Kanne, wirklich. Fertility, ja. Das wird dir fruchten ohne Ende. Ob es Projekte, Ideen sind oder was immer du hier vorhast, es wird fruchten. Das ist, weil ich habe, auf was sollst du warten?
Hier. Und das ist die Schwangerschaftskarte. Irgendwas, weißt du, ist noch nicht reif. Es ist noch nicht. Auf was sollst du warten? Und dann haben wir die Herrscherin, die schwangere Herrscherin bekommen. Und wie das Wort schon sagt, die ist schwanger. Das bedeutet, es ist noch nicht an der Zeit, geboren zu werden. Okay? Und das kann auch bei einigen von euch auch mit den Umständen zu tun haben, die wir gerade haben. Überall, guck dir, was da draußen los ist. Das heißt, wenn es bei dir eine Geschäftsidee ist, ein Projekt, ein Business oder irgendwas, was du vorhast, dann ist das Timing gerade nicht gut. Und deshalb schützen die dich. Im Grunde, ganz ehrlich, mal unter uns gesagt, im Augenblick, mach dir einfach einen schönen Lenz. Ehrlich, mach dir einfach einen schönen Lenz. Du wirst, wenn der Moment gekommen ist, dann durchstarten. Die werden dafür sorgen, dass du durchstarten kannst. Aber im Augenblick, wenn du das Gefühl hast, die sind von allen Seiten Steine in den Weg gelegt worden oder es geht so langsam voran oder oh, so alles so schwierig oder irgendwas kommt dazwischen oder klappt nicht oder will nicht, das hat seinen Sinn. Hier spielt Timing eine wahnsinnig große Rolle. Und der Nebeneffekt ist, dass man dir auch noch Zeit gibt, etwas besser zu machen, etwas zu überarbeiten, deine Ideen zu überarbeiten, du selbst auch zu heilen, eine Angelegenheit, vielleicht auch den tieferen Sinn zu verstehen, die Lernaufgabe, die dahinter steckt, die Botschaft, die dahinter steckt, die Message, die dir das Universum mitgeben möchte. Okay? Lass uns jetzt weiterklären, mein Schatz. Guck mal, also die haben wir auch bekommen. Throat Chakra, Transformation. Wir haben zwei große Arkanen. Das ist hier Skorpion, achtes Haus, Schatz. Guck mal. Fruchtbarkeit und Transformation. Und das Witzige ist ja, das steht für schwanger gehen und das achte Haus Skorpion steht für Geburt. Und stirb und werde Geburt. Verstehst du? Also deshalb sage ich, bei einigen von euch kann das hier wirklich, dass ihr im Bereich Schwangerschaft irgendwas probiert habt und es hat bislang nicht geklappt. Das hat seinen Sinn. Es hat seinen Sinn, dass diese Schwangerschaft noch nicht geklappt hat. Irgendwas ist da draußen, was nicht gut wäre, wenn dein Kind jetzt schon auf die Welt käme. In deinem Fall, okay? Also deshalb. Alles hat seinen Sinn, was hier passiert. Es ist sehr traurig, deshalb sollst du auch dir Zeit geben zum Heilen, ne? Zum Trauern, mein Schatz, ganz klar. Aber ansonsten, du bist inmitten einer Transformation. Entweder du selbst oder deine Ideen und Projekte, die schwanger gehen. Deshalb, wenn sich etwas zieht, hinzieht und langsam vonstatten geht, hat das seinen Sinn? Guck mal hier, das ist unglaublich. Hier haben wir Stier und Waage und hier haben wir Skorpion. Hier haben wir Fische. Zwölftes Haus, zweites Haus und siebtes Haus und achtes Haus. Etwas ist in Transformation, Schatz. Und das ist gewaltig. Das achte Haus, zwei große Arkanen haben wir hier. Und wir haben Throat. Chakra, Halschakra. Also hier Halschakra, Hals wird dem Stier zugeordnet. Dann haben wir ja hier Stier zweites Haus. Es kann bei euch auch mit den Finanzen, habe ich ja vorhin noch schon gesagt, mit den Finanzen einhergehen. Etwas ist in Transformation. Und wenn wir Throat Chakra haben, also Halschakra bei einigen von euch, kann es mit der Stimme zu tun haben, weil wir hier Neptun haben, okay? Kreativität. Irgendetwas in Verbindung mit der Stimme, was immer es auch ist in deinem Fall. Ist egal, also entweder, weiß ich nicht, sprechen, singen, Schauspielern, aber auch reden, hier, Teacher, ja? Also sprich, können auch Seminare, Webinare sein, Schulungen geben, anderen etwas beibringen, etwas, wo man die Stimme dafür braucht, okay? Kann auch in der Politik sein. Vielleicht denkst du darüber nach, in die Politik zu gehen? Das würde zum Beispiel ich ganz gerne. Ja, dass du da, ne, deine Stimme nutzen wirst. Also, und etwas ist in Transformation, mein Schatz. Also etwas transformiert sich
Und du, so wie es aussieht, weil Chiron ist der verwundete Heiler. Hier möchte ich euch einen Rat geben für alle, die das schon kennen. Die brauchen da nicht extra gucken. Die wissen ja schon, wovon ich spreche. Aber für alle, die das nicht wissen oder nur eine Ahnung haben, bitte google mal oder guck auch für YouTube. Das geht natürlich auch. Gib mal ein Chiron, genauso geschrieben. Chiron, der verwundete Heiler. Denn Chiron, die Legende, die dahinter steckt, ist, dass Chiron selbst sich, also als Kind wurde, hat er sich abgelehnt gefühlt von seiner Mutter, weil er, es würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, die Mutter hat was erlebt und wollte ihn als Kind nicht haben. Und was hat er gemacht? Er hat getrauert, geweint und hat dann gelernt, was es bedeutet, abgelehnt zu werden, ist daraus erwachsen, ist stark geworden und später ist er selbst zum Heiler geworden. Das heißt, alle Menschen, die Probleme hatten mit ihrem Selbst oder, ne, weil ich habe jetzt, haben wir hier zweimal, habe ich hier gesagt, Throat Chakra ist zweites Haus Stier und hier Fertility, Venus, Stier und das zweite Haus steht für den Selbstwert. Also du könntest tatsächlich auch irgendetwas tun, wo du dann, weil du es selbst vielleicht kennst und irgendwann jetzt demnächst, vielleicht tust du es ja schon, dann kann es sein, dass du vielleicht genau das an den Nagel hängst, da komme ich gleich noch dazu. Aber bei einigen von euch kann es dafür stehen, dass du jetzt irgendwas tust, wo du anderen Menschen zeigst, wie man sich selbst annimmt, okay? Also sprich, den Selbstwert wiederherstellt. Deshalb, hier, google mal oder guck auf YouTube, Chiron, der verwundete Heiler, beschäftige dich mal damit, denn Chiron ist so die Galionsfigur aller Menschen, die im Bereich Heilung arbeiten. Dabei ist es egal, ob es im medizinischen Bereich ist, im spirituellen Bereich, im psychologischen Bereich, im erzieherischen Bereich, völlig egal. Alles, wo es darum geht, Menschen zu heilen. Okay? Und das ist etwas, was einige von euch jetzt vielleicht tun werden. Und wieder andere bei euch, die das bereits tun, die könnten sogar jetzt sich in dem Stadium befinden, dass sie sagen, ich möchte das an den Nagel hängen, weil ich jetzt etwas ganz anderes machen möchte. Okay? Also, bei einigen ist genau das, was sie tun werden, bei anderen ist genau das, was sie loslassen werden. Das hängt von deiner persönlichen Situation ab. Wieder anderen, das ist jetzt eine ganz spezielle Reisegruppe, werden anderen irgendwas mit Stimme beibringen. Also, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht bist du Sprecher, Sprecherin oder du bist Sänger, Sängerin oder Schauspieler, Schauspielerin oder Logopäde, Logopädin. Was gibt's denn noch? Also alles, was mit Sprechen und Singen zu tun hat, alles, was mit der Stimme zu tun hat, dann kann es sein, dass du jetzt unter die Lehrer gehst. Ja? Also, dass du jetzt demnächst, vielleicht hast du das vor und dann sagen die Karten ja. Warte noch ein bisschen. Das Timing ist gerade nicht gut. Das kann mit den äußeren Umständen zu tun haben, weil guckst dir an, ab Herbst geht es ja wieder los mit den ganzen Maßnahmen und dann wird es vielleicht schwierig, dieses Vorhaben, ne, rauszubringen. Dann sagen die Karten, du sollst es tun, wenn das dein Ziel ist, aber warte noch ein bisschen ab. Ab April sind die Maßnahmen, oder zumindest heißt es so, sind die Maßnahmen wieder, ne, hasta la vista und dann vielleicht ab Mai 2023, okay? Das heißt aber nicht, dass du es jetzt hier das Kind mit dem Bade ausschütten sollst. Nein, 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 nein. Du sollst jetzt sogar eher die Zeit nutzen, um dich zu transformieren. Vielleicht kannst du hier noch irgendwas verbessern. So, und jetzt kommen wir wieder zu der Gruppe, die sogar eher vorhaben, die sagen, ja, ich mache das alles schon. Ich möchte jetzt was anderes machen. Gleiche Geschichte. Timing, abwarten. Und das, was kommt, wird sogar noch besser werden. Okay? Lass uns mal weiter klären, mein Schatz. Alles, was ich hier sage, muss nicht unbedingt nur für dich stehen,
Das kann auch für eins deiner Kinder stehen, das kann für deinen Partner, für deine Partnerin stehen, kann auch für eine dir nahestehende Person stehen, okay? Wir schauen jetzt mal. Im Bereich Partnerschaft, weil das kriege ich jetzt auch gerade rein, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn jetzt mit dem Menschen, den ich haben will? Dann ist es gut möglich, dass diese Person irgendjemanden verloren hat oder am Verlieren ist. Dann braucht er oder sie, weil ich hab hier, guck mal, Geburt und 8. Haus ist Stirb und Werde und 12. Haus ist, dass jemand geht, jemand ist in Trauer. Es kann sein, dass jemand wirklich hier jemanden verloren hat oder noch verlieren wird. Okay, das sage ich dir jetzt so unter uns. Weil Throat-Chakra steht halt eben für die Stimme. So nach dem Motto, du wartest vielleicht darauf, dass jemand seine, ihre Gefühle gesteht oder zu dir steht. Auch das kann es sein. Dann kann ich dir sagen, dass hier jemand auch noch Zeit braucht. Ja, ich habe ein ganz klares Ja. Diese Person wird zu dir stehen, diese Person wird die Gefühle äußern, aber erst nachdem man hier diese Trauerarbeit vollzogen hat. Okay? So, diese Karte hat, ich habe die immer noch so festgehalten, die wollte durch. Ja, oh, guck mal, aber schon wieder Fische, das gibt's doch gar nicht. Fische und Krebs haben wir hier. The Moon, schon wieder eine große Arkane. Also, es ist sehr, sehr, sehr signifikant. Wir haben drei große Arkanen: die Herrscherin, wir haben die Todeskarte, Transformation, und wir haben The Moon. Ist auch wieder 12. Haus, das Fische, primär, sekundär, Krebs. Und der steht halt eben auch für Ängste, irgendwas kommt ans Licht. Irgendwas ist unklar. Na, das ist hier Neptun-Energie. So Mond und Neptun. Das ist so. Ach. Irgendwas ist so wischiwaschi. Jemand, der oder die, die. So wie so ein Krebs, so ein Schritt vor, drei zurück, Schritt vor, drei zurück. Ja? So Angst hat, seine, ihre Gefühle zu zeigen, zu äußern. Ich komme immer wieder auf diese Aussage zurück. Hier braucht jemand noch Zeit. Und wenn du dich gefragt hast, wisst, was soll ich lassen? Soll ich ihn oder sie gehen lassen? Dann diese Konstellation kann dafür stehen, dass du noch warten sollst. Bei wieder anderen, die entscheiden, ich lasse es jetzt los, soll ich, also ich will loslassen. Also wenn du loslassen willst, habe ich auch ein Ja. Ich weiß, es ist jetzt sehr verwirrend, aber ich krieg das halt so rein, was soll ich machen? Bei einigen ist es so, dass sie warten sollen, denn das, was sie sich wünschen, ist in Transformation. Aber du hast es scheinbar mit jemandem zu tun. Und ich meine, ihr kennt doch eure Situation. Wenn du es mit jemandem zu tun hast, der oder die irgendjemanden verloren hat, okay, sei es durch Scheidung oder sei es, dass jemand gegangen ist, dann weißt du ja, dass du eher in dieser Reisegruppe bist. Du weißt ja, ob er oder sie irgendwen verloren hat. Okay? Und für alle anderen, die sagen, nö, er oder sie hat niemanden verloren, hat sie auch nicht scheiden lassen oder keine Beziehung getrennt, nichts, gar nichts, dann kann es dafür stehen, dass du dann sagst, ich gehe. Und die Karten sagen, ja, gehe, weil auf dich wartet was Besseres, nachdem du abgeheilt bist. Okay? Also hier ist es wirklich sehr stark von deiner persönlichen Situation mit ihm, mit ihr abhängig, in welche dieser beiden Gruppen du bist. Ja, und mal weiterschauen. Aber es ist sehr signifikant, was hier passiert, Schatz. Wir haben zwei Karten bekommen. Drei große Arkane ist schon extrem. Page of Wands und Two of Pentacles. Ja, der Neubeginn, der liegt da. Guck, wir haben hier Löwe, Schütze, Widder. Und Stier, Jungfrau und Steinbock. Erdzeichen, Erde, zwei der Münzen. Also, es kann, vorhin habe ich ja noch gesagt, ne? Bei einigen von euch hat es mit Kinderwunsch zu tun. Da habe ich euch ja gesagt, was zu tun ist, Mensch, Schatz. Wenn wir jetzt wieder davon abkommen, dann kann es eben dafür stehen,
dass hier, guck, weil die Pagen der Stäbe, die stehen für Projekte. Und bei einigen von euch sind sogar zwei Projekte. Und es ist am Sprießen. Pagen ist Neubeginn. Pagen bedeuten auch, ist auf dem Weg. Im Augenblick sollst du hier noch damit spielen, jonglieren. Ne? Mache ich so oder mache ich so? Mache ich so, mache ich so. Du sollst ruhig noch jonglieren. Es ist noch nicht an der Zeit, das Ganze zu veröffentlichen oder damit auf den Markt zu gehen oder damit, weiß ich nicht, kann ein Online-Shop sein, Produkte, Dienstleistungen, irgendwas künstlerisch Kreatives, ne, weil wir hier ganz viel Fische haben auch, ja. Und die Venus vor allen Dingen auch signifikant, steht alles für Kreativität. Es ist noch nicht an der Zeit, aber es wird an der Zeit sein. Es muss wachsen, es ist noch ein Kinderschuh, okay? Bei wieder anderen habe ich hier Nachrichten. Das sind Nachrichten, die sehr leidenschaftlich sind. Hier jongliert jemand, ja oder nein? Soll ich ja, nein, ja, nein, jein, ja, nein, ja. Hier ist jemand noch nicht so weit. Diese Nachricht, die leidenschaftlich ist, die etwas beginnen wird, die etwas starten wird zwischen euch, die jetzt schon loszuschicken. Hier braucht jemand noch Zeit. Und der Grund, warum hier jemand noch Zeit braucht, zu sagen, was Sache ist zwischen euch, hat damit zu tun, dass man noch an irgendeiner alten Sache noch knabbert, was immer es auch ist. Hier knabbert noch ein Mensch, also hier, dieser Mensch knabbert noch an einer Geschichte. Irgendeine alte Geschichte, die in die Brüche gegangen ist oder mittendrin ist, in die Brüche zu gehen, oder jemand hat jemanden verloren, wortwörtlich. Wenn ich immer, wenn ich schweige und ich am Channel, lass mich mal ganz kurz reingehen, mein Schatz, irgendwann ein Schluckchen trinken hier. Guck mal hier. Das steht noch fürs Schreiben, Machen, Tun. Guck mal, hier sehen wir eine Tafel, wo dann ganz viele Formeln drin stehen. Hier hält jemand eine Welt in der Hand und diese Welt wird geöffnet und dann in dieser Welt befinden sich ganz viele andere Welten noch. Hier ist etwas noch nicht ausgereift, deshalb haben wir auch den Pagen der Stäbe. Auch wenn einige von euch glauben, an alles gedacht zu haben, so dieses Mensch, ich will jetzt endlich mal durchstarten. Hier, da ist noch etwas, wovon du keine Ahnung hast. Und Neptun, zweimal Neptun, steht dafür auch, weil Neptun ist, was ist wie Nebel. Das ist etwas, wovon du noch gar keine Ahnung hast. Es ist sich am entwickeln. Es ist in Metamorphose. Und du weißt es nicht, das ist noch ein Kinderschuh. Vielleicht, du hast überhaupt keine Ahnung davon. Guck mal hier. Ist noch im Kokon. Das wird bald ist es da. Bald ist es da. Du sollst bitte auf Zeichen achten, kriege ich gerade rein. Achte bitte auf Zeichen. Zeichen, die du über Bücher, Filme oder Personen bekommst. Achte auf Zeichen. Lass mich mal weiterklären. Wenn es sich wirklich bei dir um Ideen und Projekte handeln, sollst du weiter daran arbeiten. Sie sind noch nicht ganz ausgereift. Auch wenn du glaubst, dass es schon so weit ist, ist es noch nicht. Und du hast einen ganz dicken Fisch an der Hand, ohne es zu wissen. Du siehst diesen dicken Fisch nicht. Aber hier, guck mal. Nachrichten, Nachrichten, zweimal Nachrichten. Pagenbuben stehen für Nachrichten. Hier haben wir Merkur, das steht für Zwillinge und Jungfrauen. Nachrichten, Verträge. Im Bereich der Liebe, klar, ganz klar die Nachricht, auf die du vielleicht auch schon ewig wartest. Ja, sage ich doch, die Nachricht, auf die du schon ewig wartest. Habe ich es gerade noch ausgesprochen. Und dann haben wir hier Saturn. Das ist hier Steinbock. Kann auch Wassermann sein, Saturn.
Eine Nachricht, die ewig auf sich warten lässt, eine Nachricht, die das Leben betrifft. Es kann aber auch ein Befund sein, ne? Vorhin habe ich ja noch gesagt, bei einigen von euch geht es auch um ja, Befunde oder Diagnosen und vielleicht, ja, habe ich ja vorhin auch noch gesagt, ne? So irgendwelche Operationen, die bevorstehen, die könnten sich verschieben, nicht traurig sein. Ne? Könntest durchaus traurig sein, dass eine Operation sich verschiebt oder verschoben hat. Das ist in Ordnung, wenn es so ist. Das hat so sein sollen. Guck mal, schon wieder den Mond. Oh mein Gott, guck mal hier, haben wir den Mond. Ein Krebs, Fischekrebs. Och, Schatz, guck mal, bei einigen von euch hat das hier, es ist wirklich eine Therapie auch, ne? Einige von euch, habe ich ja vorhin noch gesagt, hier, einige von euch, weil das auch der Hausstil für Psychologie, entweder wartet ihr auf einen Reha-Platz oder vielleicht wartet ihr auf einen Platz in einer psychosomatischen Klinik. Das sind ja immer 100 Jahre Wartezeit, sei also es jetzt bei Psychologen, Therapeuten oder so Kliniken, ne, so psychosomatische Kliniken. Da hat man ja immer ewig, ewig Wartezeiten, mein Schatz, ja. Und es kann, aber das, wenn es bei dir mit Warterei zu tun hat für solch einen Platz oder für einen Operationstermin, hat das seinen Grund. Und das ist in Ordnung so. Denn zu einem späteren Zeitpunkt wird es besser werden. Versprochen. Und bei einigen von euch ist das wirklich hier eine gefühlvolle Nachricht, die hat ewig, ewig auf sich warten lassen. Aber wirklich ewig. Wirklich, jetzt mit ewig meine ich 1, 2 Jahre sogar. Bei einigen von euch sogar auf unbestimmte Zeit. Eine Nachricht, auf die ihr schon eine gefühlte Ewigkeit wartet. Jemand, der oder die seine Gefühle, ihre Gefühle offenbart. Lass uns mal auf den Mond legen. Mal hier auf den Mond. Schon der Merkur. Okay. Hier haben wir jetzt den Stier. Dann haben wir auch hier Sicherheit, ne? Schlüssel. Dann haben wir hier ist schon wieder Skorpion. Oh mein, hier haben wir auch Stier, Skorpion, Stier, Skorpion. Und dann haben wir hier die Sonne, Löwe. Und da haben wir hier wieder Merkur. Den haben wir ja schon mal bekommen. Hier Merkur, Zwillinge, Jungfrau. Das ist so eine Scheinsicherheit. Hier könnte dir jemand vorgemacht haben, sein Leben, ihr Leben vollständig im Griff zu haben. Ist aber nicht so. Hier trügt der Schein. Wenn ich schweige, bin ich am Channel, mein Schatz. Wenn du für deinen Partner, für deine Partnerin schaust, dann solltest du bitte Acht geben, denn es kann gut möglich sein, dass dein Partner oder deine Partnerin dir vormacht, dass alles in Ordnung sei mit ihm, mit ihr, ist es aber nicht. Hier könnte jemand an schweren Depressionen leiden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Schatz. Du hast es hier, entweder steht das für dich. Oder du hast es hier mit einem Kind zu tun. Dein Kind könnte an schweren Depressionen leiden, tut aber so, als ob alles in Ordnung ist, ist es aber nicht. Hier bräuchte jemand dringend eine Therapie. Und das ist ja, habe ich ja vorhin noch gesagt, das ist genau das, Schatz, worauf du vielleicht ja auch wartest, ne? Auf einen Therapieplatz oder in der Klinik, ne? Psychosomatischen Klinik.
Und das kann natürlich auch für dich stehen, ne? Habe ich ja gesagt, dass du anderen vormachst, mit dir sei alles in Ordnung, ist es aber nicht. Oh, Schatz. Oh, mein Schatz. Und im Bereich der Liebe habe ich ja gesagt, jemand wirkt nur nach außen hin, so dieses alles in Ordnung, alles im Griff. Das ist auch der Grund, warum du dann denkst, ja, warum stellt sich er oder sie so an, ne? Wieso? Ich spüre doch, da ist doch was zwischen uns und so. Was du nicht weißt ist, und das erfährst du ja jetzt hier, wenn das hier alles nicht dich betrifft, du sagst, ich bin nicht depressiv, ich warte doch jetzt nicht auf irgendeinen Platz, so Therapie oder Operationsplatz oder. Dann möchte ich dir sagen, hier könnte jemand entweder eine Suchtproblematik haben oder eine gesundheitliche Problematik haben und nur den Anschein erwecken, alles sei in Ordnung. Diese Person hat mit gesundheitlichen Themen zu kämpfen, sei es psychisch als auch biologisch oder alles zusammen. Und deshalb kannst du nicht verstehen, warum sich hier jemand so verhält, wie er sich verhält, egal ob Mann oder Frau. Und der Grund ist, da steckt was anderes dahinter. Hier befindet sich jemand noch, sag ja, in Trauerarbeit oder hat, sag ich ja, Depression, seelische Belastungen, wirkt nur nach außen hin stark, ist es aber nicht, ne? Hier macht jemand allen anderen vor, alles sei in Ordnung, aber leidet dann an Depressionen zum Beispiel, ja? Oder hat wirklich gesundheitliche Themen und verheimlicht es dir. Jemand, weil 12. Haus steht für verheimlichen Schatz. Und ich habe jetzt ganz viel Fische bekommen, ganz viel Fische, Fische, ganz viel Fische, ganz viel 12. Haus. 12. Haus steht für Geheimnisse. Jemand verheimlicht dir eine gesundheitliche Problematik. Und das ist der Grund, warum man sich vor dir versteckt oder warum man mit dir nichts zu tun haben will oder warum man so nach außen hin stark wirkt oder warum man dir seine Gefühle, ihre Gefühle nicht eingesteht zum Beispiel oder zu dir steht oder was auch immer du dir wünschst mit ihm, mit ihr. Aber diese Karte sagte, warte, hier ist jemand in Transformation, definitiv, ja. Hier befindet sich jemand in Transformation. Lass mal weiter klären hier. Bitte bedenke, dass alles, was ich sage, für dich selbst stehen kann, für deinen Wunschmenschen, ja. Dein Partner, Partnerin, eine dir nahestehende Person kann auch Kinder betreffen, okay? Also, wenn es Kinder sind, wenn du für deine Kinder schaust, dann sage ich dir bitte vorsichtig. Deinem Kind geht es gesundheitlich nicht gut, sei es psychisch oder körperlich oder beides. Aber macht hier was vor, ne? Versucht hier so den Anschein zu erwecken, alles sei in Ordnung, ist es aber nicht, okay? Kind oder Enkelkind, ja, auch das. Hier stimmt was nicht, weil der Fuchs am Baum gefällt mir nicht. Ist irgendwas nicht in Ordnung. Vor allen Dingen also von der Psyche her, weil wir hier den Mond haben, ne? Guck mal, hier war acht der Kelche steht fürs Gehen, habe ich vorhin noch gesagt. Irgendjemand ist gegangen oder wird gehen. Irgendjemand ist gegangen oder wird gehen. Und hier ist man noch mit Trauerarbeit beschäftigt, ja. Entweder du selbst. Und es kann eine Trennung sein. Von irgendwas oder von irgendwas oder von irgendwem, irgendwem hat man sich getrennt. Oder es ist jemand wortwörtlich gegangen, also sprich, ne, so, hat diese Welt verlassen. Und entweder brauchst noch Zeit, Schatz. Irgendwas in dir braucht noch Zeit. Oder diese Person hier, oder dein Kind, oder dein Partner, Partnerin, oder eine Freundin, oder Familienmitglied, für wen immer du auch schauen tust.
Nehmen wir hier Löwe, Schütze, Widder. Löwe, Schütze, Widder, Königin der Stäbe. Mein Schatz. Sag ich ja, irgendjemand könnte gegangen sein oder wird gehen. Diese Person befindet sich in Trennung oder wird sich trennen. Das kann auch für dich stehen. Zwei der Kelche, zwei der Münzen, zwei der Kelche. Hier muss jemand eine Entscheidung treffen zwischen zwei Leuten. Hier muss jemand noch eine Entscheidung treffen. Und dabei tut man sich sehr, sehr, sehr schwer. Eieiei. Oder halt zwischen zwei Möglichkeiten auch entscheiden. Eine Sache muss man gehen lassen. Ne? Das kann natürlich auch, wenn es jetzt Projekte sind, so eher praktische Themen, Projekte oder Jobs sind, dann geht es darum, dass du jetzt dich für eine Sache entscheiden musst. Du musst dich gegen eine Sache und für eine Sache entscheiden. Und das macht, könnte dich fix und fertig machen. Ne? Du könntest natürlich auch einigen das Herz damit brechen. Weil wenn du dann sagst, so liebe Leute, meine Ära ist vorbei. Ich gehe jetzt, weil ich was ganz was anderes machen möchte. Oder ich gehe einen anderen neuen Weg. Oder dann ganz klar, das ist so. Ne? Dann werden vielleicht Kollegen, Kolleginnen oder wer auch immer wahnsinnig traurig sein. Wahnsinnig traurig. Ne, dass die, guck mal hier sogar die, über diese Mitteilung, ne? Über diese Mitteilung. Du wirst eine Mitteilung machen. Und du könntest noch mit dir hadern, ne? So dieses soll ich oder so, tu das nicht, ne? Was mit dir hadern. Aber die Karten sagen, deine Intuition gibt dir recht, nur warte noch ein bisschen. Und von was immer du dich abwenden wirst oder was immer du gehen lassen wirst und was immer du dann neu beginnst, wenn wir hier die Transformation, wenn wir hier End und Neubeginn, ne? Etwas geht zu Ende und etwas Neues wird geboren. Und das kann, du könntest einigen damit das Herz brechen, ungewollt. Das ist nun mal so. Ne? Sag ja, entweder weil du dich von einer Partnerschaft trennst, ja, weil du dich für jemand anderes entscheidest. Oder die Person, es kann auch hier die Person sein, mit der du es zu tun hast, wird sich für dich entscheiden gegen jemand anderes. Dann wird natürlich da, ne, er oder sie wird natürlich dann in Trauer sein, ganz klar. Oder du hängst deinen Job an den Nagel. Dann werden Kollegen, Kolleginnen todtraurig sein. Oder irgendwas hängst du an den Nagel, um einen neuen Weg zu gehen. Ein neuer Weg, der, weil das ist hier so zuversichtlich in eine neue Richtung gehen, nicht wissen, wie das wird, wie die Zukunft wird, aber auf jeden Fall gehen, ne? Gehen wollen. Ist manchmal so, manchmal ist das dann an der Zeit, ne? Und irgendwas, also es ist nicht so, ich sehe nicht, dass es dir schlecht geht, muss ich dir sagen. Ne? Das ist jetzt hier, ich habe jetzt nichts, was jetzt sagt, dass du gezwungen bist zu gehen. Ich habe eher, dass du aus freien Stücken gehen wirst, aber du tust dich damit schwer, weil du weißt, du musst dann, du wirst damit, mit deiner Entscheidung wirst du einige Leute traurig machen. Kann natürlich auch die Familie sein, ne? Auch das, ganz klar. Wenn du dich von deinem Partner, von deiner Partnerin trennst, dann, klar, dann hast du natürlich hier auch Kinder und werden auch sonst noch Kind und Kegel, die dann auch traurig sind, ne, über diese Trennung. Deshalb, weil ich sehe nicht, das kann wirklich alles bei dir sein, alles. Es hängt ja von deiner persönlichen Situation ab. Ist es der Job, ist es eine Partnerschaft oder ist es die Gegend? Kann auch sogar ein Ortswechsel sein. Auch das, ein Ortswechsel. Dass du beschließt, ganz woanders hinzuziehen
Und deine Freunde, Bekannte, Verwandte oder Nachbarn, denen du ans Herz gewachsen bist, werden natürlich tot, tot traurig sein, dass du dann gehst, ne? Und genau auch andersrum. In deinem Leben könnte sich jemand verabschieden und sagen, so, ich wandere aus oder ich ziehe weg oder. Und dann könnte dich das natürlich auch wahnsinnig traurig machen. Das kann ich nicht ausschließen. Oh, Schatz, guck mal. Ich habe die Familie. Hier, guck mal, schon wieder das Kind. Zehn der Kirche ist absolute Erfüllung. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe nicht, dass es dir schlecht geht. Ich sehe, eigentlich habe ich eher, das sind die anderen. Du hast die Zehn der Kelche, das ist hier absolute Erfüllung, Schatz. Du ziehst hier in eine glückliche Zukunft. Etwas Neues beginnt, immer das Kind. Etwas Neues beginnt. Entweder wirst du mit jemandem eine Familie gründen, wenn es bei dir sich tatsächlich um diese Schwangerschaft handelt, ne? So in vitro und versuchen, schwanger zu werden. Vielleicht hat es nicht geklappt, Fehlgeburt gehabt und so. Das ist dein Ergebnis. Es wird klappen. Es wird noch klappen. Aber im Augenblick heißt es eher entspannt. Wirklich. Macht euch einen schönen Lenz. Lasst diesen Kinderwunsch im Augenblick los. Wirklich. Wirklich. Und ich meine, ihr kennt doch das Phänomen davon. Weiß doch jeder. In dem Augenblick, wo du es loslässt, Bums passiert. Es ist jedes Mal so. Ja? Ich kenne einige Leute aus meinem privaten Umfeld, die es richtig auf Biegen und Brechen unbedingt ein Kind wollten. Und in dem Augenblick, wo sie sich entspannt haben, Bums ist es passiert. Ja? Also ich kann dich entspannen. Du wirst definitiv deinen Kinderwunsch haben. Für alle, die den haben. Aber im Augenblick muss man loslassen. Im Augenblick ist es an der Zeit, erstmal hier diesen Traum, Dreams, loszulassen. Jetzt wieder die anderen, gleiche Geschichte. Wenn es neue Projekte sind, du gehst in eine glückliche Zukunft, du beginnst eine neue Ära, weil 10 ist Ende. Wirklich Ende Gelände. Und du wirst einig in das Herz brechen, weil ich sag ja, entweder wanderst du aus oder du musst dafür weit wegziehen oder du hängst deinen Job an den Nagel und deine Kollegen werden traurig sein, ne, dass du gehst. Aber auf dich wartet eine Zukunft, die dich gänzlich erfüllt. Richtige Erfüllung wartet auf dich. Aber ein lachendes und ein weinendes Auge. Du wirst dabei traurig sein, weil du irgendwas oder irgendwen musst du zurücklassen. Geht nicht anders. Versuchst du zu jonglieren. Guck hier. Denn du versuchst also das, was du. Die Zukunft und die Gegenwart zu jonglieren. Aber irgendwann kommt der Moment der Entscheidung. Der kommt. Und auch wenn du dich zerrissen fühlst, weil guck mal, diese zwei sitzen in entgegengesetzten Richtungen. Aber der Moment kommt. Und das bist du hier. Na, egal, ob du Mann oder Frau bist. Die Königin der Stäbe, Löwe, Schütze, Widder. Ne? Also in dem Fall Löwe, das bist du. Und du wirst gehen, ach der Kelche. Und du gehst in eine glückliche Zukunft. Ein Neubeginn, Kind. Haben wir hier. Etwas Neues sprießt. Deine Entscheidung ist richtig, nur noch nicht jetzt. Ne? Denk daran. Deine Entscheidung ist richtig. Ja, deine Intuition stimmt. Handle entsprechend. Aber warte. Stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser werden. Du wirst Pläne überarbeiten. Irgendwas wirst du überarbeiten. Wirst du eine Idee, ein Buch, ein Vorhaben, Projekt, irgendwas wirst du überarbeiten. Ein Business, etwas Kreatives. Und das sollst du sogar auch. Das sollst du. Guck mal, auf der Rückseite haben wir hier The Sun. Mehr Erfolg geht gar nicht. Das ist deine Karte. The Sun ist die Löwekarte. Du gehst in Richtung Erfolg. Volle Lotte Erfolg. Volle Lotte. Aber der Loslassprozess wird schmerzhaft werden für dich und alle Beteiligten. Wirklich. Eine Ära geht zu Ende bei euch. Bei euch geht eine Ära zu Ende und eine neue Ära beginnt. Und dazwischen spielt Timing eine große Rolle.
Und das ist auf alles zu münzen. Sei es Liebe, Partnerschaft, sei es Job, Projekte, eine Ära. Wenn du in die Rente gehst, ist auch eine Ära, ne? Neue Ära beginnt für dich. Wenn ihr dann endlich hier euer Kind bekommt oder die Kinder, es können bei euch übrigens auch Zwillinge sein, möchte ich nur mal nebenbei, dafür, dass du die ganze Zeit vielleicht dich vom Pech verfolgt gefühlt hast, bekommst du gleich zwei auf einmal. Das sage ich, einige von euch werden dann gleich zwei im Doppelpack, ne? Hier, weil ich habe hier Page, nimm hier, Zwillinge und dann hier die Befruchtung direkt nebendran und dann haben wir nochmal den Mond, also holla die Waldfee, ne? Sage ich nur. Und das fünfte Haus Löwe ist Kinder, ja? Also die, wo es hier um Kinder geht, die könnten wirklich dann gleich im Doppelpack beschenkt werden. Und ansonsten sage ich ja, etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt und es ist etwas extrem Signifikantes. Extrem. Wirklich. Aber es ist eine glückliche Zukunft. Also auf dich wartet etwas, was dir richtige Erfüllung bringt. Es wird dich erfüllen. Aber das, was man loslässt, wird wehtun. Und wenn es nicht dich betrifft, dann steht es hier für den Menschen, um den es dir geht. Okay? Du musst etwas loslassen, um mit einer Person, um die es dir geht, glücklich zu werden. Und entweder machst du die Familie unglücklich, weil du auswanderst, sag ich ja, wegziehst. Oder weil du dich trennen musst von jemandem, okay? Ihr seid so viele, die hier zuschaut mit den unterschiedlichsten Themen. Du für dich weißt am besten, um was es sich bei dir handelt. Aber wichtig ist für dich zu wissen, witzigerweise, jetzt sonst habe ich immer irgendwelche Dramen. Ich habe jetzt hier nicht so das Megadrama. Es wird traurig, ja. Es wird für alle Beteiligten irgendwie traurig sein. Oder einige von euch haben es schon mit Trauer zu tun in einer Angelegenheit. Aber das, was hier passiert, muss sein. Es ist Bestimmung. Es ist karmisch. So vorherbestimmt, wenn du so möchtest, ja. Das muss so sein. Und es steckt hinter all diesem hier, steckt eine Lernaufgabe. Und es geht darum, dich zu befreien. Denn so wie es ist, kann es nicht mehr weitergehen. Du hast dich wirklich versklavt, ja? Entweder innerhalb der Partnerschaft oder innerhalb des Jobs oder bist festgefahren in dieser Idee oder du hältst zu sehr an einem Projekt, an einem Business fest und eigentlich funktioniert es nicht mehr, du musst irgendwas Neues beginnen. Also es geht darum, dich zu befreien. Und das, was kommt, ist der Wahnsinn. 10 der Kelche ist die höchste Erfüllung. Auf der Rückseite haben wir die Sonne. Das ist ja mega Erfolg. Und die zwei Karten haben es ja schon am Anfang gesagt. Erfolg. Erfolg ist hier Abundance, die Herrscherin. Der Erfolg ist dir mega sicher. Etwas Neues beginnt. Und du wirst einigen Leuten das Herz brechen, dass du gehst. Gerade wenn es um Projekte, Job, irgendwas, die werden traurig sein, dass es etwas nicht mehr geben wird oder dass du irgendetwas nicht mehr tun wirst oder nicht mehr machen wirst oder wechselst, umziehst, auswanderst. Habe ich ja gesagt vorhin schon. Im Grunde wiederhole ich mich jetzt nur. Okay? Also, mein Schatz, eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt und dazwischen liegt Timing. So, ich glaube, so werde ich das auch nennen. Ja? Also du guckst hier, guck mal, ist das nicht witzig? Guck mal. Guck mal, die gucken in die Sonne. Guck mal, die Sonne, die blendet so. Und hier ist die Sonne. Hier haben wir die Sonne. Du wirst die Leute richtig blendend, richtig so wie eine Sonne sein. Guck mal, die sagen, boah, die strahlt der hier, boah, Gott. Hier, guck die Sonne. Oh, die Sonne, die blendet so. Und da ist der Sun.
Du wirst mega, 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 mega Erfolg haben. Mega Erfolg. Aber dein Loslassprozess wird schmerzhaft sein. Das sage ich dir gleich. Bist vor allen Dingen glücklich, ne? Weil die 10 der Kirche steht für Glück, sich glücklich fühlen. Super glücklich fühlen. Aber es dauert noch ein kleines bisschen. Ist noch nicht so weit. Es dauert noch ein ganz kleines bisschen. Das sage ich hier, Timing, ne? Dazwischen liegt Timing. Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt und dazwischen liegt Timing. Okay. Okay, meine süßen Löwen. Also, wir sind gespannt. Ich bin auch mit euch gespannt, was passieren wird. Bitte wartet ab mit der Reisegruppe. Ihr wisst, wie das ist. Manchmal können wir jetzt noch nicht absehen, dass es so kommt, wie es kommt, weil dann auf die unglaublichsten Umstände wir dann doch irgendwie eine Reisegruppe sind, ohne dass wir es am Anfang je gedacht hätten. Speichert es in eure Playlist und in 3, 4 Monaten, ich würde eher sagen in 4 Monaten, 5 Monate vielleicht sogar, kannst du wirklich absehen, ob du in der Reisegruppe bist und vor allen Dingen in welche Reisegruppe du bist. Okay? Okay, mein Schatz. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen. Als nächstes sind die Jungfrauen dran. Also, wenn du Sternzeichen, Aszendent, Mond, Mars, Venus, Chiron, Lilith und auch sonstige andere, weiß ich nicht, Planeten, Konstellationen in der Jungfrau hast, dann kannst du natürlich dir auch das nächste kommende Natalis Oraculi ansehen, das ich dann im September machen werde. Okay? Dabei, mein Schatz. Und ansonsten freue dich auf die neue Ära. Die wird dich nämlich richtig glücklich machen. Und hinzu kommt nicht nur glücklich, sondern auch, du wirst auch noch erfolgreich sein und mit deinem Erfolg ganz viele blenden. Ja, wirklich, wirst wie eine Sonne strahlen, die, aua, du blendest so. Die werden wirklich wie, ne, von deinem Erfolg, ja, verstrahlt werden. Okay? Okay, mein Schatz. Also. Ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten, fürs Zuschalten. Wir sehen uns wieder in den nächsten Orakeln. Und toi, 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 alles Liebe für euch. Und denkt daran, Gott liebt dich über alles. Ich liebe dich über alles. Und das Universum liebt dich über alles, mein Schatz. Bis zum nächsten Mal, mein Engel. Mazel Tov. Inshallah, so Gott will. Deine Sensitiva.